Brennende Motoren, fliegende Reifen und unzählige Crashes. Schon in Runde 1 nach dem Start knallt Mercedes-Pilot Ayun Maini in die Streckenbegrenzung. Nach einem darauf folgenden Safety-Car-bedingten Restart prallen dann Titelanwärter Thomas Preining und David Schumacher gegen die Bande und zurück auf die Strecke. Porsche-Fahrer Dennis Olsen verliert dabei seinen Motor, der in Flammen aufgeht. Wieder Safety-Car, das ist ja wie beim Autoscooter hier. Der Mann des Tages ist Sheldon van der Linde, hier mit der Nummer 31. Von Platz 16 gestartet, kommt er nach starken Überholmanövern an Marco Wittmann und Dev Gore als Zweiter ins Ziel und verteidigt so seine Meisterschaftsführung. Sein direkter Verfolger Lukas Auer geht als Sieger aus dem Samstagsrennen am Hockenheimring hervor. Im letzten Rennen der Saison fällt also die Entscheidung. Wer darf sich DTM-Champion 2022 nennen? Am Sonntag ab 13 Uhr auf Pro 7. Gentlemen, let us have